Herzlich willkommen zum heutigen Thema, wieder aus der Reihe Versicherargumente, Darlehen an das Trägerunternehmen. Die pauschalodierte Unterstützungskasse ist ja grundsätzlich in der Kapitalanlage frei und im Rahmen dieser Freiheit der Kapitalanlage hat sie natürlich auch die Möglichkeit, ein Darlehen an das Trägerunternehmen zurückzugeben, quasi Innenfinanzierungseffekte zu nutzen, was ja auch die klassische Form ist, mit der viele deutsche Unternehmen gewachsen sind, indem sie diese Gelder schlichtweg genutzt haben. Früher waren es noch bei arbeitgeberfinanzierten Versorgungswerken letztendlich die Steuervorteile, von denen sie gelebt haben. Und im Rahmen der Entgeltumwandlung ist einfach die pure Liquidität des nicht ausgezahlten Lohnes im Ergebnis. Was schreiben die Versicherer dazu? Die Möglichkeit der Darlehensgewährung stellt grundsätzlich den Vorteil der pauschalodierten Unterstützungskasse dar. Da bleibt ja nicht viel übrig, als es zuzugeben, das kann man nicht unschwer auch noch abstreiten. Bei geschickter Auswahl der Rahmenbedingungen lassen sich hohe Liquiditätsgewinne errechnen, aber die Risiken werden meist nicht dargestellt. Wo soll ein Risiko sein? Wo sollen wir was errechnen müssen? Wenn 100 Euro vom Mitarbeiter da bleiben, dann sind erstmal 100 Euro da. Da kann man vielleicht über einen Steuereffekt noch sprechen. Aber im Prinzip muss ich da nicht groß was errechnen. Wenn ich statt einer Gehaltserhöhung jedem Mitarbeiter 50 Euro gebe, in Form eines Versorgungslohns, dann muss ich auch nichts errechnen, dass ich 50 Euro plus Sozialabgaben, sprich 60 Euro, nicht auszahlen musste pro Monat und pro Mitarbeiter, sondern Liquidität bleibt da, es wird trotzdem Aufwand und es steht der Steuereffekt, also mir fließt sogar Geld zu statt ab. Da muss ich nicht viel errechnen, das ist einfach ganz simpler Fakt. Die Darlehensgewährung setzt im Übrigen voraus, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Trägerunternehmens für die Sicherheit des Darlehens birgt. Klar, wir brauchen ein Unternehmen, das einfach gesund ist. Anderes Unternehmen macht es auch nicht und ist auch ungeeignet für die Unterstützungskasse. Darüber hinaus muss das Darlehen angemessen verzinst sein, das ist auch klar. Man darf aber nicht vergessen, dass das Gelder sind, die langfristig zinsgünstig und vor allem sicherheitsfrei zur Verfügung stehen. Da wäre auch ein Bankzins natürlich höher. Zum mit einem niedrigen Zins darf man es im Prinzip nicht machen, das ist klar, das verstößt gegen die Zweckbindung. Und zu nieder wäre ich schnell, wenn ich das sicherheitenfrei, wie es üblich ist, rausgib, so einen extrem niederen Zins. Und es wäre die Steuerpflichtfolge, das vermeidet man immer, tendenziell nimmt man natürlich so hohe Zinsen, wie es nur geht. Derzeit ist angemessen Zins bei 6-7%. Wir haben hier noch nirgends ein Problem gesehen. Sie schreiben richtig, ein angemessener Zins ist nirgendwo festgelegt. Nach herrschender Meinung ist von einer Angemessenheit jedoch auszugehen, wenn der Darlehenszins 1% über dem Basiszins liegt. Das ist natürlich ein purer Unsinn. Dann wäre kein Mezzanin-Darlehen, da wäre kein unbesichertes Darlehen, da wäre kein Kontokorrent. Das wäre alles nicht angemessen. Angemessen heißt Fremdvergleich, was ist irgendwo üblich und zwar für Vergleichbares. Also hier wird einfach pure Panik gemacht und einfach Unwahrheiten behauptet. Hier treffen wir auf die Verhältnismäßigkeit des tatsächlich zum zulässigen Kassenvermögen. Die Darlehenszinsen erhöhen das tatsächliche Kassenvermögen, ohne dass sich das zulässige Kassenvermögen ändert. Damit könnte es zu Einschränkungen beim Betriebsausgabenabzug der Zuwendung gemäß 4D StG kommen. Auch unsinnig, kann natürlich die 20% zuwenden. Klar bin ich da nach 6 3/4 Jahren fertig, habe in der Regel die 20% und dann kann ich Zinsen immer noch unbeschränkt zuwenden. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass es zur Überdotierung aufgrund der Zinserträge kommt und damit die Kasse partiell steuerpflichtig wird. Auch das partielle Steuerpflicht wäre, wenn dann nur die Körperschaftssteuer ist, ist immer die Unterstützungskasse als Gesamtes zu sehen. Wenn die wächst, schiebt sich eine partielle Steuerpflicht immer hinaus. Ganz wichtig, wir haben in unseren Hochrechnungen die partielle Steuerpflicht voll enthalten. Jeder Cent ist da im Prinzip drin. So wie wenn das eine einzelne Kasse wäre. Das heißt, wir gehen von aussterbenden Versorgungswerken aus, wir gehen davon aus, dass keine neuen Trägerunternehmen dazukommen und wir gehen aus, dass alle unsere Trägerunternehmen aussterben. Also einen ungünstigeren Fall kann man nicht annehmen, der wird so nie eintreten, aber für den Zweck haben wir die partielle Steuerpflicht komplett drin. Und selbst wenn ich für einen Teil Körperschaftssteuer zahlen muss in der Unterstützungskasse, im Unternehmen ist und 15% dann letztendlich zahle im Unternehmen, ist sie mit 30% abzugsfähig. Selbst da hätte ich noch einen Vorteil.
Das Modell einer pauschalaudierten Unterstützungskasse, welche dem Trägerunternehmen die Mittel in Form eines Darlehens gewährt, weist einige Parallelen zur Innenfinanzierung einer Direktzusage ohne Rückdeckungsversicherung auf, denn die Unterstützungskasse verfügt faktisch nur insoweit über Vermögen, wie sie als Darlehen vom Trägerunternehmen zurückfordert. Klar habe ich auch bei der Direktzusage eine Innenfinanzierung. Man muss immer schauen, was passt am besten auf das Unternehmen. Aber eins ist ganz wichtig, fällt die Verpflichtung weg, zum Beispiel Fluktuation, wird die Direktzusage aufgelöst, die pauschalaudierte Unterstützungskasse bleibt bestehen und der Steuervorteil auch konserviert. Also ganz gewaltiger Unterschied. Die Bilanzierungspflicht als Rückstellung ist der zweite Grund, was viele Unternehmen einfach nicht haben wollen. Dann geht es weiter. Die Prognosen vieler pauschalaudierter Unterstützungskassen basieren immer auf verschiedenen Parametern und sind von vielen Stellschrauben abhängig. Verändert sich im Laufe der Zeit auch nur eine Einflussgröße, kann das ganze Finanzierungssystem zusammenbrechen. Die Anwartschaftsphasen der betrieblichen Altersvorsorge sind in der Regel sehr lang, 20 bis 35 Jahre. Mit welchen Parametern rechnen wir? Wir rechnen mit dem Steuersatz. Da rechnen wir bei Kapitalgesellschaft mit 30%. Ich glaube nicht, dass sich hier deutlich was nach unten verändert in den nächsten Jahren. Es schaut nicht so aus. Nach oben wäre es grundsätzlich nur besser. Und wir rechnen mit einem Zins von 1,5% oder 1,25 oder 1,75, den der Arbeitgeber vorgibt. Und da ist es tatsächlich so, dass er diesen Zins einhalten muss und einfach erreichen muss. Das ist im Prinzip klar. Wie wahrscheinlich ist demnach, dass steuerliche Rechnungsgrößen oder Zinssätze konstant bleiben? Die Zinssätze von 1,5, 1,75 müssen erreicht werden. Das ist einfach so. Wir haben natürlich arbeitsrechtlich die Möglichkeit, für die Zukunft was zu reduzieren. Die Versicherer tun sich hier leichter. Von daher ist das einfach nur Reden, Verunsichern, Unsinn, ja, und einfach verwirren. Und erstellt man eine höhere Nettoverzinsung oder einen höheren Steuersatz im Unternehmen, zum Beispiel indem zusätzlich die Erwerbesteuer berücksichtigt wird, die berücksichtigt man immer, so führt die schnell zu einer Vervielfachung des rechnerischen Liquiditätsgewinns. Ja, das ist so. Momentan haben wir steigende Gewerbesteuersätze, steigende Hebesätze. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, wenn ich unsere Wirtschaftshaushaltslage anschaue, dass die Steuern der Kommunen runtergehen. Und es rechnet sich einfach besser. Also von daher, die Entscheidungsgrundlage wird immer schlechter sein. Wird zum Beispiel der Steuersatz im Unternehmen höher als üblich und eine unrealistische Nettoverzinsung angesetzt, so steigt der errechnete Liquiditätsgewinn nochmals deutlich an. Es ist daher immer auf die unterstellte Nettoverzinsung zu achten. Meistens wird sie überhaupt nicht angegeben. Wir berechnen nur die Nettoverzinsung, wir geben sie an. Bei uns sind es ganz klare Entscheidungsgrundlagen auf Basis eines Worst-Case-Szenarios. Und dann schreiben Sie nochmal: Achtung, ferner wird in den Körperschaftsteuerrichtlinien unter anderem die Angemessenheit des Zinssatzes gefordert, das hatte ich ja vorhin schon einmal. In der Bewertung dieser Angemessenheit fließen beispielsweise die aktuellen Refinanzierungssätze der Europäischen Zentralbank bzw. der Deutschen Bundesbank, die Fristigkeit des Darlehens und aktuelle Marktzinsen ein. Also wenn Sie nur das anschauen, wie er sich hier mit vorne verspricht, wo er sagt oder widerspricht, wo er schreibt 1% höher als Basiszins, dann ist das schon frappierend. Man stopft es sich halt, kopiert sich irgendwas zusammen, versteht es im Prinzip nicht, was man geschrieben hat, sondern sonst würde man schlichtweg das eine oder das andere streichen, weil es einfach widerspricht, was man da sich irgendwo zusammen kopiert hat. Was habe ich dazu gesagt? Ganz kurz zu den theoretischen Ausführungen der Darlehensvergabe ist anzumerken, dass wir praktisch keinerlei Probleme hatten und auch die Finanzverwaltungen in dem Vergleich sehr wohl auch die Sicherheit und Freiheit berücksichtigt. Also mit 1% über Basiszins ist natürlich ein Unsinn. Mehr muss man zu dem Verwirrspiel wirklich nicht sagen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.